Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute möchte ich euch erzählen, was ihr alles zum Nähen benötigt. Als erstes braucht ihr eine Nähmaschine. Vielleicht fragt ihr mal eure Mutti, ob die im Keller noch eine rumstehen habt, eure Oma, im Verwandten- oder Bekanntenkreis. Dann könnt ihr erstmal probieren, ob das überhaupt was für euch ist. Ansonsten geht ihr am besten in einen Fachhandel und lasst euch dort beraten. Da könnt ihr einige Maschinen ausprobieren und auch sagen, für was ihr die benötigt. Und je nachdem kann man euch beraten und da wisst ihr auf jeden Fall, was ihr habt. Wer nicht viel Geld ausgeben möchte und wirklich ein Anfänger ist und einfach nur eine Nähmaschine zum Nähen benötigt, für die einfachen Dinge, dem kann ich auf jeden Fall die Singer-Nähmaschine, ich glaube bei Lidl gibt es die ab und zu, empfehlen. Die kostet so um die 100 Euro, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger. Und der Aldi hat auch zweimal im Jahr, glaube ich, auch eine Nähmaschine, die kostet auch so 90, 99 Euro. Das war auch meine erste Maschine von Aldi und für den Anfang ist die auf jeden Fall super, kann ich nur empfehlen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den folgenden Dingen. Dann ist natürlich noch sehr wichtig ein Bügeleisen. Ohne Bügeleisen könnt ihr nicht nähen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel schlecht genäht hat, kann man das aber, wenn man gut bügelt, auch tatsächlich immer noch ausbessern. Und für den Anfang reicht ein ganz gewöhnliches Bügeleisen. Die haben ja mittlerweile eigentlich fast alle Dampffunktionen, die würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr jetzt aber eins zu Hause stehen habt und die Dampffunktion kaputt ist oder das noch keine Dampffunktion hat, könnt ihr das natürlich auch benutzen. Dann braucht ihr aber noch eine Sprühflasche dazu, damit ihr kurz den Stoff etwas anfeuchten könnt und dann besser bügeln könnt. Ansonsten würde ich ein gutes Dampfbügeleisen empfehlen, was wirklich viel Dampf Kapazität hat und einfach qualitativ hochwertig ist. Ich denke, bei einem wirklich guten Dampfbügeleisen mit externer Dampfstation kann man so um die 200 Euro ausgeben. Für den Anfang braucht ihr das aber wirklich nicht. Da reicht auch ein ganz gewöhnliches Bügeleisen. Eigentlich hat ja auch jeder eins zu Hause. Das könnt ihr auf jeden Fall erstmal benutzen. Also zur Grundausstattung als Schneiderin gehören auf jeden Fall Scheren. Und davon direkt ein paar. Am allerwichtigsten ist die Stoffschere. Die ist hier gerade und liegt super gut auf dem Tisch auf. Damit hebt der Stoff sich beim Schneiden nicht an und man kann besser schneiden. Da rate ich auch nicht das günstigste Modell zu nehmen, sondern die sollte schon so zwischen 15 und 20 Euro kosten. Das ist dann auf jeden Fall schon eine relativ gute Schere. Es gibt dann natürlich auch welche, die um die 100 Euro kosten. Wenn man das möchte, kann man das bestimmt auch. Ich habe das nicht. Ich habe für die Ausbildung auch die schon gehabt und seitdem begleitet die mich auch. Und ganz wichtig ist es, mit der Schere auf keinen Fall irgendwas anderes außer Stoff zu schneiden, da die dadurch abstumpft und dann hat sich das Geld nicht gelohnt dafür, weil ihr dann eine neue kaufen müsst. Weil wenn die Schere stumpf ist, kann es beim Schneiden passieren, dass der Stoff nicht so gut schneidet, sondern so fast reißt und dadurch ziehen sich dann Fäden. Das wäre nicht so schön. Dann als nächstes haben wir eine kleinere Schere, die spitz ist. Mit der kann man dann überstehende Fäden abschneiden. Man könnte auch eine Nagelschere nehmen. Hauptsache sie ist spitz und ihr kommt nah an die Naht dran. Und passt da aber bitte auf, dass ihr den Stoff beim Abschneiden des Fadens nicht verletzt. Weil sonst habt ihr nachher sowas wie Laufmaschen oder Löcher im Stoff. Das wäre ärgerlich. Es gibt sonst natürlich auch kleine Stickscheren oder so im Textilhandel zu kaufen. Und als nächstes ist ganz wichtig, eine ganz normale Bastelschere. Dafür habe ich eine von, ich glaube von Aldi oder Lidl waren die, da gab es so mehrere Scheren im Set. Die habe ich gekauft und die braucht ihr dann, um die Schnitte auszuschneiden oder wenn ihr zum Beispiel den Reißverschluss oder so abschneiden müsst. Der ist ja aus Plastik, da nehme ich auch nicht die Nähschere für, sondern dann diese. Dann habe ich noch eine Zackenschere. Hier könnt ihr das vielleicht ein bisschen sehen. Damit kann man festere Stoffe schneiden und dann brauchen die nicht mehr versäubert werden mit der Overlock-Maschine oder mit einem Zackenstich. Das kann man zum Beispiel bei Baumwolle oder anderen festeren Stoffen, die nicht fransen, gut verwenden. Ja, das war es erstmal von den Scheren. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. So, dann kommen wir zu den
sogenannten Pfeiltrennern oder auch Nahttrennern. Umgangssprachlich werden diese aber auch oft einfach als Auftrenner bezeichnet. Auf die könnt ihr auf gar keinen Fall verzichten, weil selbst ein Profi vernährt sich einfach und muss mal was auftrennen. Dafür sind die super gut. Dann geht man hier mit dieser Spitze einfach unter die Naht und hier schneidet das und dann kann man das aufschneiden. Aber das kann ich euch gerne auch noch in einem anderen Video zeigen. Ja, davon habe ich direkt zwei, weil man verlegt ja bekanntlicherweise gerne mal was. Der hier war einfach bei der Nähmaschine dabei. Der ist auch einfach super gut, auf den möchte ich auch nicht verzichten. Und den hier habe ich mir damals im 1-Euro-Billigladen gekauft. Kann ich nicht weiterempfehlen. Guckt da auch lieber, dass ihr vielleicht dann doch einfach 2 € ausgibt und in dem Fachhandel kauft und nicht im Billigladen. Meiner ist nämlich total stumpf gewesen und schneidet überhaupt nicht und liegt überhaupt nicht gut in der Hand. Also der ist auf keinen Fall zu empfehlen, aber zur Not geht der natürlich auch, wenn ich meinen guten irgendwo verlegt habe. Und ja, sonst kann man den auch noch super gut verwenden, wenn man ein Knopfloch genäht hat. Dann muss man das ja da nach dem Nähen aufschneiden und damit kann man auch da reinstechen und den einfach aufschneiden. Das zeige ich euch auch gerne noch. Jetzt habe ich direkt einige Sachen für euch auf einmal im Bild. Und zwar geht es hier einmal um Stecknadeln, Nähmaschinennadeln, Handnähnadeln und den Jersey Clips. Aber fangen wir mal bei den Stecknadeln an. Hier, da könnt ihr sie einmal vom Namen betrachten. Das sind einfach ganz normale Stecknadeln. Die haben hier noch so ein rundes Köpfchen. Das kann ich immer sehr gut empfehlen, da die gut in der Hand liegen, man die einfach in den Stoff pieksen kann, auch wenn er mal was fester ist. Und man die auch wieder gut rausziehen kann, als wenn sie das nicht haben. Ich habe hier diese anderen, vielleicht kann man das sehen. Die haben hier nur so ein super kleines Köpfchen und ohne lange Fingernägel kann man die eigentlich kaum rausziehen. Also die mit dem runden Kopf oder muss nicht rund sein, Hauptsache die haben noch irgendwas oben dran, kann ich mehr empfehlen. Dann haben wir hier ein Nadelkissen, das habe ich auch in meiner Ausbildung genäht. Das ist super praktisch, ich denke, dass wir darüber auch das erste Nähvideo machen werden. Weil man das auf jeden Fall immer gut gebrauchen kann. Wenn ihr nämlich nicht hier in so einer Dose so rumpiddeln wollt, dann könnt ihr hier die Nadeln einfach super praktisch reinstecken und kommt da immer viel besser dran. Oder ich habe zum Beispiel die Handnähnadeln, die ich benutzt habe, wo noch ein langer Faden drin ist, wo ich nicht nochmal neu einfädeln brauche, habe ich auch da reingesteckt. Ja, die braucht ihr nämlich immer, um die Stoffe zusammenzustecken, damit die nicht verrutschen, wenn ihr die mit der Nähmaschine nähen wollt. So, alternativ dazu gibt es diese tollen Nähclips, Stoffclips, Jerseyclips nennen die sich auch oft. Das sind einfach so kleine Klemmerchen. Damit könnt ihr einfach zwei oder mehrere Stoffe zusammenklemmen. Ich finde die ganz praktisch bei Jersey oder gerade wenn man Leder nähen möchte oder irgendeinem Stoff, den man jetzt nicht kaputt pieksen möchte. Dann klemmt man die Stoffe einfach zusammen. Die könnt ihr zum Beispiel auch bei mir im Shop kaufen. Dann habe ich hier einmal so ein kleines Briefchen mit ganz vielen Handnähnadeln. Da waren ganz viele verschiedene Größen drin. Braucht ihr auf jeden Fall auch immer mal, wenn ihr irgendwas mit der Hand kurz zunähen wollt, einen Knopf annähen wollt. Ich glaube, diese Briefchen, die gibt es auch in den ganzen billig 1-Euro-Läden oder so. Ich denke, die kann man nehmen. Aber Nadel ist Nadel und wenn sie stumpf ist, kann man sich ja immer noch eine neue holen. Dann für die Nadeln braucht ihr einen Fingerhut. Den setzt ihr so auf den Finger und wenn ihr dann eine Nadel durch den Stoff schieben wollt, zum Beispiel durch Leder oder Jeans, ist das ja nicht so einfach, dann könnt ihr das hier mit der Spitze einfach durchschieben. Dann tut ihr euch nicht an den Fingern weh. Ja, und als allerletztes haben wir hier noch Nähmaschinennadeln, aber über die mache ich nochmal speziell ein eigenes Video, welche Nadeln ihr genau wofür braucht, welche Stärken. Darüber sprechen wir noch mal genauer. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Maßutensilien. Und zwar haben wir hier einmal das Maßband, ein Geodreieck und ein Handmaß. Ein Maßband benötigt ihr auf jeden Fall. Damit könnt ihr längere Strecken messen oder euch ausmessen oder auch andere ausmessen, wenn ihr für jemand anderen etwas nähen wollt. Wichtig dabei ist, dass das Band halt
beweglich ist, damit ihr auch gut Rundungen und den Taillenumfang, den Hüftumfang, was auch immer ihr messen wollt, ausmessen könnt. Am besten kann man das Maßband während der Arbeit einmal um den Hals legen. Und dann habt ihr es immer griffbereit und wisst, wo es ist und müsst es nicht suchen. Wenn man es auf den Tisch legt, fällt es manchmal runter durch die Länge. Ja, zum Geodreieck brauche ich nicht viel zu sagen. Das müsste ja eigentlich jeder im Haushalt haben. Je nachdem kann man eventuell auch darauf verzichten. Ich finde es super praktisch, wenn ich bei einem Schnitt noch die Nahtzugabe von 1 oder 2 Zentimetern dran machen möchte, weil ich dann einfach das Geodreieck anlegen kann und so mal den Zentimeter habe. Aber das würde auch zur Not mit dem Maßband oder mit dem Handmaß gehen. Dann kommen wir zum Handmaß. Das sollten wir auch für die Ausbildung zum Beispiel unbedingt besorgen. Und zwar kann man hier wunderbar Knopflöcher mit einzeichnen. Mit dieser Seite kann man Faltenabstände gut messen oder man kann damit auch super einen Saum ausmessen. Das ist dann quasi wie beim Geodreieck, dass man auch hier so am Saum anlegen kann und hier die Zentimeter weiß. Oder wenn man den Saum umbügeln will, zur Kontrolle braucht man das auch oft. Was ich nicht empfehlen kann, ist unter das Bügeleisen zu legen. Das habe ich nämlich gemacht. Dann schmilzt es nämlich auch und ist nicht mehr so genau. Also da bitte aufpassen. So, jetzt kommen wir zu den fast letzten Dingen. Und zwar geht es hier um die Techniken, die man zum Einzeichnen braucht oder zum Schnitt abnehmen oder zum Schnitt aufzeichnen. Und zwar haben wir hier als erstes einmal die Schneiderkreide. Ich habe direkt mehrere Farben davon. Alternativ zu der Kreide gibt es auch Stifte. Es gibt Das hier ist auch sowas wie ein Buntstift, aber extra für Stoff. Und es gibt auch noch sogenannte Trickmarker. Sie sind wie Filzstifte. Und damit kann man auch die Linien auf dem Stoff einzeichnen. Und die sollen aber nach einer Zeit auch verschwinden. Bei weißem Stoff kann ich sogar einen Bleistift empfehlen. Der lässt sich nämlich zur Not auch sogar mit einem Radiergummi ganz normal wegradieren. Und dann haben wir hier noch ein Radel oder ein Kopierrädchen. Das hat hier so ganz spitze kleine Löcher. Damit nimmt man den Schnitt von Bögen zum Beispiel ab. Es gibt ja verschiedene Schnitte. Es gibt einmal die, auf denen wirklich nur ein Schnittteil in einer Größe ist. Die kann man natürlich einfach ausschneiden. Aber wenn ihr zum Beispiel die Border-Zeitschrift bestellt, dann habt ihr da ja ein super Schnitte-Chaos drin. In allen möglichen Größen, ganz viele verschiedene Teile. Bei sowas gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, dass ihr Seidenpapier nehmt oder dünnes Backpapier oder Butterbrotpapier auf der Rolle. Das könnt ihr natürlich auf den Schnitt drauflegen, mit Gewichten beschweren und dann die Linien durchpausen und diese dann ausschneiden. Oder ihr legt einfach ganz normales Paketpapier, dieses braune. Das könnt ihr einfach hinlegen, dann könnt ihr den Schnitt da drauflegen. Am besten habt ihr noch irgendeine Unterlage darunter oder einen Tisch, der durchlöchert werden darf. Und dann fahrt ihr mit diesem Kopierrädchen mit den kleinen Löchern, fahrt ihr die Linien nach. Und dann habt ihr am Ende auf dem Papier ganz viele kleine Löcher und die könnt ihr dann mit einem Stift nachziehen. So habt ihr den Schnitt dann einfach abkopiert oder durchkopiert oder durchgeradelt, wie man das auch immer nennen möchte. Wenn euch das jetzt zu ungenau hier in der Erklärung ist, schreibt mir das nochmal, dann zeige ich das auch nochmal in einem Video ganz genau, wie man den Schnitt abnimmt. So, und zwar kommen wir jetzt zum Garn, weil ohne Garn geht nichts. So, ganz wichtig ist natürlich weiß und schwarz. Das braucht ihr auf jeden Fall immer. Dann braucht ihr auf jeden Fall die Unterspulen für die Nähmaschine. Diese durchsichtige, die war auch bei meiner Nähmaschine dabei. Und diese bunten habe ich mir einfach nochmal auch in irgendeinen Euroladen gekauft. Ja, für den Anfang ist halt ganz praktisch, auf jeden Fall schwarz und weiß zu haben. Und was ich sonst empfehlen kann, ist auch einfach so eine Packung mit einer kleinen Farbauswahl. Die gibt es auch ab und zu bei Lidl und Aldi im Angebot. Da habt ihr in alle möglichen Farben. Ich kann auch nicht empfehlen, das super billigste Garn zu kaufen, da diese oft reißen. Also wenn ihr Probleme mit der Nähmaschine beim Nähen habt,
Kann das auch daran liegen, dass ihr irgendein super günstiges Garn habt, das einfach die ganze Zeit reißt, weil es schlechte Qualität hat. Also achtet da auch auf jeden Fall drauf. Ich benutze die meiste Zeit tatsächlich direkt Overlock-Garn. Das sind diese dicken Spulen hier. Ja, und die passen dann auf die Overlock und in meine Nähmaschine, die Overlock-Garne. Also ist das für mich natürlich perfekt. Dann kommen wir doch mal zu den letzten Sachen. Die benötigt ihr nicht zwingend. Die kann ich jetzt noch empfehlen, wenn man sie halt braucht. Also der Rollschneider hier ist super praktisch, wenn man mit Patchwork arbeiten möchte. Es gibt dazu auch noch ein Patchwork-Lineal und es gibt dazu Schneideunterlagen. Und dann könnt ihr hier mit diesem Rollschneider, der wie ein Pizzaschneider eigentlich aussieht, einfach so den Stoff am Lineal schneiden. Und im besten Falle kann man da auch mehrere Schichten mitschneiden. Und ist natürlich dann viel schneller, als wenn man alles mit der Hand, mit der Schere, erst mit der Schablone anzeichnet und dann noch schneidet. Da kann man sich halt viel Zeit sparen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur hilfreich, wenn ihr mit Patchwork arbeiten möchtet. Bei anderen Schnitten bringt das nicht viel. So, dann habe ich hier noch so ein Paket mit Druckknöpfen, mit Plastikdruckknöpfen in vielen bunten Farben. Und dazu benötigt man noch die passende Zange, um die zusammendrücken zu können. Und diesen Piekser hier, um die Löcher vorzupieksen, damit Druckknöpfe da durch können. Und zwar haben hier so einen spitzen Nippel. Und dafür piekst man dann erst das Loch hier mit. Dann kann man das durch den Stoff schieben. Und dann am Ende presst man hier mit der Zange die Knöpfe einfach so zusammen. Ja, die Knöpfe gibt es natürlich in allen möglichen Preisklassen. Es gibt Markenprodukte, die auch in Deutschland hergestellt werden. Und natürlich gibt es da auch wieder Sachen, die aus China kommen, die ihr entweder im Internet ersteigern könnt, kaufen könnt oder sogar in den 1-Euro-Läden haben die mittlerweile teilweise auch schon diese Plastikdruckknöpfe zu verkaufen. Genau, gibt es auch mehrere Größen, von klein bis groß. Ich glaube, es gibt noch zwei mittlere Größen. Da müsst ihr halt gucken, was ihr für ein Projekt vorhabt und was ihr gebrauchen könnt oder was nicht und wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Und beim Rollschneider ist es, glaube ich, auch das Gleiche. Was ich nur da auch wieder sagen kann, wenn man Pech hat und einen günstigen gekauft hat, kann es halt wirklich sein, dass ihr nicht mehrere Schichten schneiden könnt. Dann ist es natürlich auch wieder zeitaufwendiger. Also je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, ist es da auch wieder besser, vielleicht mal 1, 2 Euro mehr auszugeben. Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben da. Ich werde die folgenden Dinge natürlich alle nochmal in der Infobox verlinken. Und ich habe jetzt so grob zusammengerechnet, dass man so 50 bis 70 € wahrscheinlich ausgeben wird, wenn man all die Dinge kauft und noch nichts zu Hause hat. Aber guckt nochmal ganz genau in der Infobox, da werde ich wie gesagt alles verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet mir gut zuhören und folgen, auch mit meiner kranken, rauen, heiseren Stimme. Lasst gerne ein Abo da und dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao!